So Leute, ich habe mal wieder den größten Fail des Jahrhunderts gemacht. Ich habe den Rapper-Schnurm weggezogen, obwohl die Kamera noch nicht an war. Also stellt euch jetzt mal so einen Rapper vor, so haben wir aufgemacht. Es sind noch alle Booster drin, habe noch keins aufgemacht, das habe ich noch früh genug gesehen. Und wir unboxen heute ein Display Time Spy Remastered in Englisch. Gesponsert von Fischkrieg Siegen. So halb gesponsert. Ich darf die meisten Karten nicht behalten. Das ist voll sad, aber das ist okay. Ich darf es ja trotzdem aufmachen. Ich kenne Leute, die haben das auf ihrem Channel dauerhaft mit irgendwelchen Patrons. Die habe ich leider nicht. Dass man da Displays aufmacht und die Karten dann weiterschickt an die Patrons, die sie haben wollen und so. Ja, egal. Tun wir mal hier beiseite und fangen wir. Ich fange von oben her an. Normalerweise nimmt man die ja komplett raus. Bin mal gespannt. Was in den Boostern drin ist. Ich merke schon, die Booster sind, die sind ultra los. Also da hat man mega viel Platz drin. So, wie immer bei größeren Openings werde ich über die Kamps und Ankamps nur so ein bisschen drüber scannen, ob ich irgendwas Cooles sehe. Das kann bei diesem Set öfter passieren. Es tut mir jetzt schon leid. Der hatte mal früher zum Beispiel ein Full Art. Und ja, danach werde ich dann versuchen, möglichst wenig euch zu langweilen und zu erzählen. Ja, Mindsliver. Delay, die war damals richtig teuer hier raus, weil die einfach ein Counterspell für ein blaues und weißes ist. Blaues und farblos, Entschuldigung. Und dieses, man legt das weg mit Suspend, das ist teilweise richtig, richtig strong. Und ein Walk of the Eons. Kriegt einen extra Zug, ein Spieler unserer Wahl mit Buyback. Und als, ja, Füppeltüffelde The Lost. Gott, ich hasse diese Karte. Ist aber tatsächlich das Logo von Herumkommandiert, habe ich mir sagen lassen. Bei denen live im Stream. Und ich habe dafür ein bisschen auf den Ast bekommen, dass ich es nicht direkt erkannt habe. Aber als sie es mir gesagt haben, habe ich es dann auch erkannt. So, gehen wir weiter. Ansonsten, ich mag das Set. Ich habe ja schon bei mir im Podcast ein bisschen mit Robin drüber geredet. Ich muss sagen, Piracy Charm. Ich mag das Set wirklich. Ich finde das richtig cool. Und ich will mehr davon haben. Nicht nächste Woche, nicht nächsten Monat, aber ich möchte mehr davon haben. Das Factory Sun Spoiling, das ist mein Nostalgiker-Pick. Ach, schöne Karte, schöne, schöne Karte. Thoughtseize, das ist schön, das ist schön. Und ein Foil Lymph Sliver. Was machst du denn? Absorb 1. Wow. Ein Thoughtseize, das ist nett. Das ist nett. So, mal gucken, was noch alles der Laden meines Vertrauens bekommt, nicht ich. So, jetzt gucken wir. Luther Eldon, Riddle of Lightning, Watcher Sliver, so viele Sliver. Ich kenne einen Judge-Kollegen von mir, der so ziemlich jeden Sliver nimmt. Ich bin mal am Überlegen, ob ich dem mal ein kleines Paket schnüre. Und unser Rare ist, was bist du denn? Thelonit Hermit. Ah, der macht Subrolling mit Morph, macht der Subrollinge. Der war mal Crap im Commander. Und eine Ark of Orasa. Okay, mit Aszendant. City's Blessing. Wow, das heißt, das Ding ist aus Ixalan. Gar nicht so lange her. Reckless Worm als Foil. Wow, wie viele Foils hier drin sind. Das ist ja abartig. Das ist ja wirklich abartig. So. Was haben wir hier denn noch? Kommen. Ich scanne die Kamps tatsächlich noch ein bisschen durch, weil zum Beispiel der Seaman Spirit Guide ist kommen. Celestial Crusader. Alle weißen Kreaturen kriegen besonders eins, alle anderen. Das ist eine ziemlich coole Karte. Haze, Non-Sliver und ein Zetch-Sliver. Das ist ein Sliver-Lord, wenn man einen Sumpf kontrolliert. Und ein Harvester of Souls. So. Ein interessanter Side-Fact, der mir erzählt wurde. Die Booster haben immer dieselbe Reihenfolge von den Logos her. Das wusste ich gar nicht. Das wurde mir von einem YouTube-Kollegen zugetragen. Snapback. Coole Karte. Ja, ansonsten, wir haben ja relativ viel auch schon zu diesem Thema, zu diesem Set gemacht. Und es kommt diese Woche noch mehr raus. Also wenn ihr da mal sucht, gerade Wizard of the Coast hat relativ viele von uns Content Creator ein bisschen gesponsert. Schaut doch mal bei den anderen Leuten vorbei. Das ist großartig. Bei mir müsste auch noch ein Video kommen. Mindestens eins von den gesponserten Sachen und halt dieses Openings. Harmonic Sliver und Peroperi Vevnut. Okay.
Okay. Das ist die Rare. Das war mal Drop of Honey. Drop of Honey ist eine Reserve Discard. Da haben die einen Fehler gemacht und die Color shifted. Und Sacrifice Blighted Woodland. Zwei Basic Lands ist ein Ding. Das ist so ein Commander-Ding, glaube ich. Das ist einfach so ein Commander-Ding. So. Was haben wir dann? Dann haben wir noch so viele Virulent Sliver. Pythysis. Bei Pythysis war ich lange nicht sicher, ob die eine Rare oder eine Uncommon ist. Anscheinend ist es eine Uncommon. Crowsing Grab, Wipe Away. Auch eine sehr, sehr starke Uncommon. Und Stuffy Doll. Eins der Paper-Sachen. Also der Bilder da drauf. Und ein Anger of the Gods. Mann, hier waren Foils. Nicht so cool wie Anger of the Jagel, aber auch ganz cool. Stuffy Doll, man fügt sich selber halt Schaden zu, um den Gegner Schaden zuzufügen. Eine ganz, ganz coole Karte. Mir wurde auch zugetragen, dass es in diesem Set relativ wenige Tamogolfs gibt. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob ich es endlich mal schaffe, einen Tamogolf an Kamera zu fischen. Weil anscheinend sind die sehr, sehr, sehr kamerascheu. Was bist du denn? Du hast bestimmt ein neues Artwork. Weil das Artwork erkenne ich gar nicht. Spellburst. Mit Buyback, sehr coole Karte. Und unsere Rare ist Boom und Bust. Zerstöre ein Land oder zerstöre alle Länder. Und ein Maldrifter, cool. Maldrifter, immer wieder cool, gerade für Pauper-Leute, habe ich gehört, weil der müsste kann sein, wenn ich alles täuscht. Manchmal auch ein Commander. Eine ganz coole Karte. Gab es mal Form of the Maldrifter, gab es mal in diesem Mystery-Booster. Gedöns. Core Dirge, Stonecloaker, eine saustarke Karte. Und Miri the Cursed. Okay. Sorcerer's Spyglass. Hübsch. Hübsch, hübsch. Ich bin, wie gesagt, ein Fan von den alten Rahmen. Nicht bei jeder Karte. Es gibt so ein paar Karten, da passt es nicht ganz so gut. Aber bei Sorcerer's Spyglass passt es auf jeden Fall. Ich habe bisher immer noch kein Seaman's Burkhead gesehen. Also anscheinend doch eine sehr seltene Kampf. Pognify. Magus of the Future. Was bist du denn? 5 Mana 2/3, die oberste Karte des Decks offen. Von Future Sight. Die Karte hieß Future Sight, die Verzauberung davon. Weil dieser Magus-Cycle ist ja anscheinend, wenn ich es richtig im Kopf habe, immer so eine Artefakt oder Verzauberung gewesen. Mit Magus of the Candelabra und so. Quatsch auch noch. So viele Magus hier drin. Ja. Und ein Trinket Mate. Oh mein Gott, den kann ich sogar gebrauchen. Lanova Elves. Okay, ich weiß nicht, was in diesem Set Lanova Elves macht. Egal. Trinket Match kann ich tatsächlich gebrauchen. Für Bomberman, für Legacy. Das ist natürlich ganz cool. So. Ich habe immer noch kein. Sundev. Sundev haben wir damals sehr, sehr viel gespielt, weil wir uns damals Dismember nicht leisten konnten. Dementsprechend haben wir eine Menge Sudden Death gespielt bei uns in der Spielegruppe. Und wir haben Life and Limp. Diese Karte hat unendlich viele Unentschieden erzeugt. Ich glaube, das ist die Karte, die in meinem Leben die meisten Unentschieden erzeugt hat. Weil es gibt eine Karte, die sagt, immer wenn ein Land ins Spiel kommt, kriegen wir einen Saprohling. Und diese Karte sagt, alle Länder und alle Saprohlinge sind grüne Saprohlinge und Forests. Also alle Forests und Saprohlinge sind zusätzlich Saprohlinge und Forests. Das bedeutet, man hat einfach unendlich viele, wirklich unendlich viele 1-1er und man kann den Loop nicht unterbrechen. Das ist ziemlich ärgerlich und ätzende Karte. Quasali Pride Mage, nice. Oder an den Kevin, ich vermute mal, der gehört dir. 2-2 mit Exalted, wunderschön. Und Gott, bist du hässlich. Rich Cusuit, Alter. Ist das Ding hässlich? Metallic Sliver. Das ist auch ein Sliver. Der wird auch verschickt. Hauptsache, ich hab die Sliver los. Jeden Sliver, den ich nicht habe, ist ein guter Sliver. Gemite Sliver. Children. Homing Sliver. So, dann haben wir Riftmark Knight. Flanking. Okay. Surfful Elemental. Das ist auch ganz cool. Und Telnot Hammett. Den hatten wir auch schon. Rare doppelt, das ist uncool. Vandal Blast, cool. Man zerstört einen Artefakt oder alle, die man nicht kontrolliert. Hab ich neulich, glaube ich, in voll mal gezogen. Sehr, sehr coole Karte. Sehr, sehr coole Karte. Aus Return to Ravnica müsste der sein. So, mehr Kams. Mehr Ankams. Fungo Sliver. Immer wenn ein Sliver Schaden zugefügt kriegt, legt eine besonders 1 Mark auf den Sliver. Wenn er den Schaden überlebt, das ist halt das Problematische dabei. Ein Vampire Hexmage. Cool. Dark Doof ist ja auch als Combo hier drin.
glaube ich. Wenn mich alles täuscht. Nee, ist nicht drin. Dürfte nicht drin sein. Egal. Hexmatch in Old Borders. Ist cool. Ist cool. Ich habe schon wieder völlig vergessen, was in diesen ganzen Slots drin ist. Simon Spirit, da ist endlich mal einer. Ich finde das Artwork sowas von geil. Bin die ganze Zeit überlegen, ob ich den austausche gegen meinen alten. Mal gucken. Fury Sliver, Bonded, Faceless Devourer und Restore Balance. Das ist, glaube ich, unsere erste Mythic. Jo. Die erste Mythic ist Restore Balance. Was wurde ich mit dieser Karte genervt? Und, Lavinia. Oceorius Renegade. Spiele ich tatsächlich im Esper Weil. Also bisher sind die Timeshift-Karten echt ganz cool. Keine Heavy Hitter. Ist ja noch gar nichts an Heavy Hittern tatsächlich. Was ein bisschen schade ist. Piracy Charm. Ach, wunderschöne Karte. Viermal im Delver. Ich weiß, alle Leute sagen, es ist doof und niemand sagt dem, spielt den, aber viermal im Delver. Ich sag's euch, Geheimwaffe. Engine Grudge, Greenseeker, Blightspeaker. Lightning Axe. Jawohl. Big Game Hunter, den habe ich damals im Commander gespielt. Der war richtig strong mit Madness. Und ein Mangara. Oh, natürlich musste ich einen Mangara ziehen. Ich finde das Artwork richtig strange. Richtig, richtig strange. Und ich mag seinen Flavortext. Richtig cool. Aber er ist doch irgendwie strange. Thraven Inspector. Ach, wunderschöne Karte. Ist jetzt auch in dem neuen Arena-Gedöns drin gewesen. Ja. Arena und so. Ihr wisst Bescheid. Arena, Arena. So, was haben wir noch? Scouts. Trump of Domains. Kerkep. Das Land, das Kobolde macht. Bisher haben wir noch keinen Kobold. Und Abrupt Decay. Schön. Sehr coole Karte. Sehr, sehr gut playable. Und ja, mal gucken, was da noch drin ist. Weil in dem Slot, wie gesagt, ich habe bisher echt noch nicht so viel Geiles aufgemacht. Diese Displays sind eigentlich richtig, richtig strong vom Value her. Venza. Eine Flicker Wisp. Flicker ist schön. Flicker Wisp ist richtig schön. Ich mag die Karte. what? Sekunde. Seht ihr das Foiling? Das ist ja strange. Das ist wirklich strange. Ja. Venza auch damals eine richtig coole Karte. Mittlerweile, glaube ich, auch nichts mehr wert. Und die Flicker bis zum Old Bordered, naja, ihr kennt mich, als der nächste Spieler freue ich mich über sowas halt immer. Und deshalb mal gucken. Griffin Guide. Smallpox. Glittering Wish. Eine meiner Lieblingskarten aus dem Set. Einfach weil es ein Wish ist. Ich liebe Wishes. Auch im Commander, es tut mir leid. Das ist ein Talrand. Geist Summoner. Richtig cool. Und ein Thick Skinned Goblin. Man kann 0 für Echo-Kosten bezahlen. Das ist eine coole Karte. Eine richtig coole Karte. Auch wenn die wahrscheinlich nicht gut ist, aber sie ist cool, weil Echo-Kosten sind echt nervig. Also so richtig nervig. Alter, und noch ein zweiter Simon Spirit Guide. Zwei haben wir schon mal. Ich brauche 4. Gucken, ob das Display mir 4 gibt. Swarmyard. Man kann ein Insekt, eine Ratte, eine Spinne oder ein Eichhörnchen regenerieren. Die ist bestimmt teuer geworden wegen Eichhörnchen und mittlerweile wieder günstig. Mystic Sanctuary. Und da muss ich sagen, finde ich den Rahmen nicht hübsch. Der ist so endlos dunkel ätzend. Wenn ihr das mal vergleicht, guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Der Rahmen ist echt nicht hübsch dabei. Search for Tomorrow in Foil mit einem richtig schönen Artwork. Die war auch mal richtig teuer. Schmeiß weg den Token. Hole ich jetzt nicht hoch. Ja, Mystic Sanctuary, wie gesagt, eine der cooleren Karten daraus. Wenn auch nicht so wert, aber vor allem, ich finde sie halt vom Rahmen her sehr strange. Search of Tomorrow, non-foil. Das hat sich ja genau dahinter. Grapeshot ist ja auch drin. So viel Storm. Mana Tide. Dried Arbor, jawoll, ja. Coole Karte. Sieht wirklich, wirklich cool aus. Zulaport Cutthroat. Summoner's Pack in Foil. Oh mein Gott. Das ist hübsch. Das ist hübsch. Ja, der Cutthroat, ziemlich jedes Commander-Deck. Und, welcher ist das? Und ja, in fast jedem Commander-Deck gut und dementsprechend, ja, kann man sich mal gönnen. So, das ist ein Dalit, Premature Burial, Destroy Target Non-Black Creature,
Pulmonic Sliver. Alle Sliver haben fliegend. Klar war damals ein ziemlich cooler Sliver. Ein Dismember. Das ist nicht schlecht. Tendrils of Corruption. Ja, mir fehlen die Heavy Hitter. Ganz dringend. Tamu-Wolf wäre ganz nett. Aber den gibt es ja in diesem Set nicht. Ohne Elfenbeinsensor. Ich finde den so strange mit diesem Artwork, mit diesem Rahmen. Ich finde den so unendlich strange. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, der war damals eine Rare. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn es nicht so ist, aber ich meine, der wäre damals Rare. Street Rev. Okay, wir haben einen Booster gehabt mit Sunshock, Elfenbeinsensor und Street Rev als Ankampf. Also, das alleine zeigt doch schon, wie gut dieses Set da ist. Sarah Avenger in Slot, der kacke ist, weil ich finde, es tut mir leid. Ich weiß, als Devon-Texas-Spieler muss ich diese Karte mögen. Tue ich aber nicht. Unfeather the Redeemed. Ich weiß, wer sich darüber freut. Der ist leider nicht voll, Robin. Es tut mir leid. Aber da werden wir was ausmachen können. Denke ich. Ja. Wenn ihr einen Foil habt, könnt ihr gerne mal den guten Gamery auf Instagram oder auf Twitter anhauen und mit dem mal reden. Der sucht den noch in Foil, aber der ist halt ein Foil so unendlich teuer. Hier hat er zumindest einen Non-Foil. So, weitere Cummins, Chiffon Sandmage, Cloudseeper. Also es ist teilweise strange, weil sie ein neues Artwork bekommen haben, die Karten, deswegen kenne ich die teilweise nicht. Eine Tolarian West, die habe ich damals im Modern mal gespielt, im Titan Post. Oh, war ein cooles Teil. Und Beast Whisperer. Okay, whenever you cast a creature spell, draw a card. Mal ganz kurz zu der Qualität der Karten. Ich bin echt begeistert. Das ist richtig schönes, glattes Finish. Und, also, bisher habe ich wenig Probleme damit. Ich habe haufenweise Leute gesehen. Auch Made in Belgium, oder? Ja, Fabricate in Belgium. Haufenweise Leute gesehen, die echt Probleme damit hatten, mit der Qualität. Aber da hatten wir wohl ein bisschen Luck. Weil die ist echt nicht verkehrt. Noch mehr Empty Warrants. Bryn Elemental, okay. Hypergenesis ist unsere nächste Mythic Rare. Oh mein Gott. Ja, Hypergenesis ist eine Karte, die immer mal wieder als Fun-Deck aufkommt, aber nie wirklich gut ist. Manifold Key. Manifold Key ist eine coole Karte. Kann man gut mit Grim Monolith benutzen. Und, Alter, dieser Kobold. Ja, wir haben immer noch keine Timeshifted voll gezogen. Wir haben zwei Mythics gezogen, die beide so mehr sind. Script Ranger. Necrotic Sliver, der war, glaube ich, mal rare. Living End. Wow, haben wir jetzt wirklich in einem Display, abgesehen davon, dass wir, glaube ich, noch kein Pact hatten, haben wir jetzt wirklich Hypergenesis, Living End und Restore Balance. Dann fehlt ja nur noch die blaue, weil ich glaube, die rote ist nicht drin. Das Wheel. Aber dann haben wir ja alle. Stone on Dignitary, den habe ich damals im Casual gezockt. Stone on Dignitary mit Venza, dem Planeswalker Venza. Konnte man jede Runde den flickern, der Gegner durfte nie angreifen. Wenn der Gegner dann kein Removal gespielt hat im Mainboard, weil es war mal ein Casual. Casual spielt man ja nur ohne Sideboard. Hat man relativ schnell gewonnen gehabt. Das war ziemlich cool. So, Magdrup. Das ist ein wunderhübsches Biest. Da ist ein Angel of Salvation. Mit Convoke, okay. Tassigur, the Golden Fang. Ending. Und, oh, wow. Da ist unsere Foil Timeshifted. Ninja of the Deep Hour. Ist jetzt nicht so meins. Die ist tatsächlich eine ganz coole Karte für Ninja-Spieler. Eigentlich. Aber Ninja ist halt nirgendwo ein Deck außer dem Legacy und da spielt man den nicht. Deshalb, das hätte ein Heavy Hitter sein können oder müssen. Weil so langsam gehen uns jetzt auch die Hits aus, die wir haben können tatsächlich. Wir haben jetzt schon drei Mythics plus eine Foil. Viel ist da nicht mehr. Ist noch der rote Pact, immerhin ein Pact, auch wenn es der schlechteste ist. Uns ran. Okay. Der ist ganz cool. Ja, so kann es halt auch gehen. Das Problem ist wirklich bei diesen Boxen, man hat ein paar richtig heftige Hits. Also ein paar richtig heftige Hits. Die muss man halt kriegen. Wenn man die kriegt, dann die Box sich easy peasy bezahlt. Ansonsten kommt man relativ mit ein bisschen Arbeit auch auf sein Value raus. So ist es nicht.
Deswegen, wenn ihr noch eine Chance habt, an diese Boxen ranzukommen, Korvax, das ist unsere letzte Mythic, glaube ich dann. Die Mythic Nummer 4. Ja. Und Master of Pearl Trident. Ein wunderschöner Mehrfolklord. Ja, wie gesagt, wenn ihr schon noch Chancen habt, an diese Displays zu kommen, nehmt die auf jeden Fall wahr, weil es macht mega Spaß, die Booster aufzumachen. Es ist wirklich, wirklich cool. Ihr habt hier wirklich Karten, die einfach für mich ein Oldschool-Herz hochschlagen lassen, auch wenn es kein Oldschool ist, ich weiß. Rough and Tumble. Firewake Sliver, der war mächtig. Magus of the Moon. Nice, ich liebe das neue Artwork. Primeval Titan. Auch nicht bad. Auch nicht bad. Das war ein gutes Booster aufzubauen. Nee, also der Magus of the Moon ist ganz cool, weil man hier auch mal wirklich sieht, dass er halt wirklich ein Wizard ist. Also ein Human auch ist. Und der Primeval Titan auch nicht so bad. Dann haben wir wieder dieses hässliche Teil. So. Fortified Recluse, Stronghold Rats, okay, mit Shadow. Da ist ein Hivestone. Das habe ich schon mehrfach erzählt, das war meine allererste Draft Trap, in die ich reingelaufen bin, weil ich dachte, den pickst du und tust ins Mainboard, weil alle anderen werden Sliver draften und dann hast du den Hivestone, kannst auch voll von den Slivern profitieren. Es war kacke. Dann haben wir einen Trigon Predator. Den habe ich damals im Casual auch viel gespielt. 2-3, man zerstört einfach dauerhaft Artefakte und Verzauberung. Das war schon mächtig. Das war schon mächtig. Sidewinder Sliver. So viele Sliver. Stormfront Riders. Die konnten irgendwie Birds machen. Spellburst, eine gute Karte. Noch ein Sliver. Coalition Relics. Da ist doch eine schöne Karte. Damals das Commander-Ding schlechthin. Eternal Witness in Old Bordered. Auch nicht so bad. Auch nicht so bad. Wir sind bei den letzten 6 Booster, wenn ich es richtig sehe. Ich habe mir mal wieder ein bisschen Zeit gelassen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Sinew Sliver ist hier halt nicht in diesem Color Shifted Frame, was ich sehr schade finde, weil ich mag den Color Shifted Frame. Lymph Sliver. Careful Consolidation. Return to Dust. Assassin. Okay. Wir haben doch noch eine Mythic gekriegt. Na, Chroma. Angel of Fury. Temur Ascendancy. Okay. Das heißt, wir haben jetzt 4 Mythics. Oder, ne, 5 Mythics. Von den meisten Crap waren. Aber immerhin 5 Mythics. So, Stormcloud Djinn. Kavu, Clockwork. Eine Joyra. Stimmt. Die war ja auch drin. Da haben wir jetzt eine richtig coole Karte mit diesem Time Counter. Ist ein richtig starker Commander. Ein Bloodbraider Elf. Auch nicht bad. Auch nicht bad. Und wir haben noch eine Foil Rare tatsächlich. Und die ist auch kacke. Fungus Sliver. Naja. Was soll's? Kein Damnation, kein Urborg, kein Tamogolf, immer noch nicht. Kein Gemstone Cavern. Da fehlen echt noch eine Menge Hits. Also, das ist so eine Box. Wenn ihr das hier seht, lauft hin und holt die andere Box. Und immer ein Palace Chair. Und oh mein Gott. Okay, wir haben 2 von den Foil Time Shifted Karten. Auch nicht schlecht. Ich höre auf zu meckern. Ist ja gut. Ein Palace Jailer und Everflowing Chalice in Foil. Auch nicht die beste, aber es sind zumindest 2. Es sind zumindest 2, auch wenn sie nicht gut sind. Ah ja, ich höre auf zu meckern. Es tut mir ja leid. Trotzdem, ich liebe Spirit Guide Nummer 3, glaube ich jetzt. Ich liebe dieses Set. Ich finde es großartig, wie man sich einfach über Kleinigkeiten auch freuen kann. Wie man dann auch sowas hier finden kann, wie eine Palace Jailer oder ach, einfach schön. Einfach schön. Set Sliver, Buyuka Bock. Das ist auch so unglaublich hässlich mit dem. Es ist so dunkel. Seht ihr, dass ich dunkel? Das finde ich nicht schön. Das finde ich echt nicht schön. So, vorletztes Booster. Vielleicht doch noch. Mythic Nummer 6, Thermogriff, bitte. Okay, Keen Sands. Dread Return. Ich habe grün gesehen, aber ich war Hardwood Storyteller. Und noch der Cloud Stretch Sliver. Und unser letztes Booster. Können wir den Quatsch mal wegwerfen und den ganzen Müll gleich wegbringen. Macht das viel Müll. So. Sinew Sliver, Edge of Autumn. Coole Karte. Habe ich fast nicht erkannt ohne diesen Seitenrahmen. Seal of Memorium, Logic Knot, auch eine gute Karte. Fury Sliver. Und was bist du denn? Das ist der Moment, wo man eine Rare nicht kennt.
Okay, mit Suspend und man kann Karten ziehen. Okay. Und unsere letzte Karte ist Hollowed One in Old Bordered. Auch nicht verkehrt. Ja, ich mache kurz einen Roundabout und dann sehen wir uns gleich wieder. So, hier habe ich ja mal die ganz normalen Rares aufgelistet und hier unten noch so die Foils, die ich ganz cool finde, beziehungsweise zwei Foil Rares plus halt The Search of Tomorrow. Dann haben wir hier noch fünf Mythics mit Akroma, Krovax und drei der vier aussetzenden Karten, die null kosten. Hier ansonsten ganz cool, also hier das Display war sehr weißlastig mit dem Profound Nudes, Sarah Avenger, Mangara. Das ist schon ganz cool gewesen. Nur ein Pack und dann auch noch den schlechtesten. Aber hier haben wir wenigstens noch Coalition Relic, Dried Arbor, Swarm Yard. Ein paar coole Sachen sind dabei. Und ich denke, alles in allem hat sich das easy peasy gelohnt. Gucken wir uns noch die Old Bordered Karten an. Dann haben wir hier die Time Shifted Karten. Bei den Time Shifted Karten, oh mein Gott, sind die alle cool. Aber ich glaube, das sagt jeder, der diese Displays aufmacht. Weil die Time Shifted Karten sind fast alle immer cool, weil das sind die Heavy Hitter. Damit haben sie einfach Sachen getroffen, wo ich sage, warum kann ich nicht so ein Master Set haben? Das hätte ich gerne als Master Set. Naja, bis auf den Fibble Double. Der kann raus. Der kann raus. Ansonsten sowas wie Eternal Witness, ganz cool. Palace Jailer, Buyuka Bog, Hollow One, Primeval Titan, der Merfolk Lord, Feather, Dismember, Mystic Sanctuary, auch wenn ich ihn nicht so schön finde, Flicker Wisp, Abrupt Decay, Hexmage, Pride Mage, Spyglass, das sind echt, und natürlich Thoughtseize. Das sind alles ganz, ganz coole Hits. Plus tatsächlich in diesem Display zwei dieser Foil-Karten. Und ich muss sagen, mir gefällt das Foil richtig gut. Ich sehe da jetzt nicht so irgendwelche Probleme mit drin. Und ihr seht das ja auch. Die sind wie die alten Karten auch gefoilt. Nur der Rand, nicht das Bild. Und das ist wirklich, wirklich cool. Deswegen, also allein die beiden haben halt schon, naja, ein Viertel des Displays ausgemacht. Und ja, mit dem Rest kriege ich die anderen drei Viertel auch voll. Da sehe ich gar keine Schwierigkeit. Wie gesagt, nochmal kurz der Reminder, guckt bitte aktuell mal bei den anderen deutschen Content-Creatern drin, bei den deutschen Magic-Machern so ein bisschen rum. Und ja, ansonsten kommt dieses Video auch noch, kommt diese Woche, so ist es richtig, noch ein Video, wo ich nochmal ein paar Booster aufmache, zusammen mit Robin, was dann von Wizards sogar gesponsert ist. Deshalb passt da auf jeden Fall auf, da kommt noch was Cooles auf dem Channel und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, I Black Said. Ciao, ciao.